SharePoint-Podcast, Ausgabe 378 vom 31.08.2017. Heute Abschluss unserer Sommerinterviews, zu Gast MVP-Kaffeeklatscher Raphael Köllner. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, Sommerinterviewreihe im SharePoint Podcast. Der goldene Abschluss. Goldener Abschluss. Der goldene Abschluss. Habe ich ja das goldene Raphael, Getränk heute genau, dabei, Streuobst. Raphael Köllner. Hallo Raphael. Hallo Michael. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst schon mal im SharePoint Podcast, ist ein bisschen her. Ich glaube, Office 365 Konferenz im Januar 2015, wenn ich mich recht erinnere. Da hatten wir, glaube ich, das gemacht. Trotzdem, stell dich bitte noch mal kurz vor. Genau, wer bist du, was machst du? Genau. Mein Name ist Raphael Köllner. Ich bin auf der einen Seite MVP für Office Server und Services. Heißen wir jetzt alle, ne? Wir sind jetzt alle in einer Kategorie, oder was heißt jetzt schon seit einem Jahr in alle in einer Kategorie. Gerade hoffentlich auch alle wieder reprofiliert. Und auf der anderen Seite neuerdings für Windows Insider auch MVP geworden. War vorher schon immer Top Insider. Ja, das kam irgendwie dann so mit. Weil das auch wieder geändert wurde. Wir sind ja ein neues Finanzjahr und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite so der ganze rechtliche Part von Datenschutz, Datensicherheit, Cloud Computing und dann natürlich auch den ganzen Security-Bereich mit. Deswegen, um mal ein Thema direkt anzusprechen, freue ich mich, dass es Microsoft 365 gibt. Ich hatte gewettet, kurz bevor wir den letzten Podcast aufgenommen, dass es Windows 365 wird. Ja. Da habe ich daneben gelegen, nicht ganz, also nur zur Hälfte. Also haben wir jetzt Microsoft 365. Aber ja. Ja, du hast alles. Ich habe mich auch vorher aufgestellt, weil ich habe mich gefragt, du bist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen. Du machst ja, du machst Windows, du hast die Windows Insider Community aufgebaut. Genau. Das heißt, du kriegst die Insider Fastring-Builds, bevor sie irgendjemand anders hat. Wahrscheinlich bevor sie auch erstellt worden sind, hast du sie schon. Dann machst du ganz viel. Du machst bei Server, du machst Office 365. Du bist ganz spezialisiert auf das Thema Office 365 und Recht. Dann hast du aber was vergessen. Du machst ja auch noch diesen ganzen HoloLens-Kram. Der kommt ja auch noch dazu. Ja, und du bist ja noch in der Studentenbewegung. Indem man priorisiert. Also das ist doch ganz einfach. Plus man muss ja noch irgendwie arbeiten. Ne? Also man hat ja auch noch einen Job, also genau. Mit dem man Geld von. Im Moment, darf man das sagen? Natürlich. Okay. Im Moment im Systemhaus von Bechtle in Köln mit meinem MVP-Kollegen Torben Blankert. Also mit dem Project oder Business Solution heißen sie ja jetzt. Ja. MVP zusammen, Team. Macht ganz viel Spaß, aber wie gesagt, so die eine Seite und die andere Seite hat der ganze rechtliche Teil und das ist so mein Job und im Hobbybereich das, was du eigentlich aufgezählt hast, wobei das klappt halt auch nur durch Priorisierung auf der einen Seite, indem man halt sagt, okay, ich priorisiere halt Office 365 und Recht und Security auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt Leute, die einem helfen. Wobei, da hatte ich auch mal eine Diskussion angeregt, da kann man auch schön diskutieren, Leute einem helfen, mehr als 2, 5, 6, 7 Leute, umso mehr es werden, umso nicht unkomplizierter wird es. Genau. Also das sind so die beiden Teile. Einmal Priorisierung, einmal Leute natürlich, die aushelfen und mithelfen. Und ein Teil, also gerade der Windows Server zum Beispiel, ist in das Windows Insider Programm ja mit reingerutscht. Mhm. Also den machen wir quasi so mit. Was aber ganz interessant war, weil das Ganze announced wurde und ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass das Insider Team das eigentlich gar nicht wusste. Also es war ganz interessant, dass ich mich dann erstmal durchgefragt habe und dadurch alle aufmerksam gemacht habe, dass die Windows Server Gruppe announced hat, dass es ein Windows Server Insider Programm gibt. Du hast ja angefangen, mit dem Aufkommen von Windows 10 auf Facebook die Insider Gruppe aufzumachen. Genau. Ich habe gesehen, ihr habt mittlerweile über 6000 Leute da drin, so ungefähr. 6300 fast, also an den Dreh genommen. Ja. Office 365 hast du ja auch mal angefangen aufzubauen, aber das sind ja irgendwie total unterschiedliche Welten, ne? Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Ich finde das auch super, dass du es machst, weil erste Mal, dass man so darüber reden kann, das ist halt ganz spannend, weil ich habe es mit Office 365 eigentlich angefangen, das gibt es schon alles viel länger, da sind wir aber so bei 150, 200 Leuten, was eigentlich ganz schön ist, weil wir da in einer ziemlich homogenen
Gruppe sind auch noch auf relativ hohem Niveau miteinander sprechen. Also du bist ja auch dabei und viele MVPs, die sich halt tummeln und wir auch quasi so die klassischen Konsumerfragen da gar nicht auftauchen. Also wie richtig eine E-Mail-Adresse in meinem Outlook eintaucht da nicht auf. Ja. Und da haben wir wirklich den ganz krassen Unterschied zu der Windows 10 Gruppe, die eigentlich auch nur geplant war, dass wir uns zusammen mal in einer Plattform unterhalten können. Und da war Facebook halt die Plattform, weil wir alle Mitglied dort sind. Ja. Und ja, Diskussionen halt zu Yammer und Co. kennen wir alle, hast du auch in deinem Podcast oft genug geführt, dass man da halt nicht so häufig ist. Also Facebook und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Auf einmal hat jeder jeden anderen eingeladen und wir haben dann einfach, wir waren am Anfang drei Administratoren und haben dann einfach entschieden und gesagt, okay, schließen wir die Gruppe und lassen quasi nur noch selektiv unsere Freunde rein oder sagen wir einfach, komm, wir öffnen sie und lassen einfach jeden rein, der möchte. Und dann haben wir irgendwann lange diskutiert und dann gesagt, okay, komm, wir öffnen das. Weil eine kleinere Gruppe nochmal zu eröffnen, die es gibt, die ist auch geheim, die ist nicht öffentlich, die kann man immer nochmal machen. Das haben wir auch gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich eine, dann die große Gruppe auf, wenn der Bedarf da ist. Und das, wo wir im Moment ein bisschen mit kämpfen, wo wir auch überlegen, ob das die richtige Richtung ist, wir davon aber wahrscheinlich nicht wegkommen, ist, dass es so ein bisschen die Hilfegruppe geworden ist. Also das war am Anfang, bis zum so am Anfang, das erste Jahr war es wirklich eine Windows-Insider-Gruppe. Und mittlerweile ist es mehr eine Windows-Gruppe eigentlich geworden mit Insider-Inhalten. Ja. Das heißt, wir haben früher, sagen wir mal, einen Anteil gehabt von 80% Insider. Jetzt sind es, wir können es nicht zählen, wir können es nicht tracken bei Facebook, aber ich würde mal vermuten, vielleicht 20% oder 35%. Man merkt es halt, weil man heute immer wieder Fragen kriegt, was ist denn dieses Insider? Oder wenn wir über die neuen Builds diskutieren und auch Wünsche machen, was ist das eigentlich? Ne? Naja klar, die Windows 10 ist ja immer verbreitet, du weißt, jetzt auch richtig, im Markt dran. Genau. Und die Leute, wenn sie auf Facebook sind und suchen mal nach Windows, dann kommen sie halt auf eine offene Gruppe, wo sich jeder dann mit engagieren kann. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben ja auch bei der SharePoint Community, ich mag es mal gar nicht sagen, unser Diskussionsforum läuft auf dem Community-Server 2008. Ja. Läuft super. Wir haben zum Beispiel überhaupt gar keinen Stress mit irgendwelchen Verletzungen von Netiquette oder von Rumpöbeln. Das haben wir ehrlich gesagt in den letzten 8 bis 10 Jahren, solange das Ding läuft, noch nie gehabt. Ist irgendwie eine andere Kultur. Wir schon. Deshalb spreche ich sie an. Das Problem bei Facebook sehe ich zum einen, dass da irgendwie eine andere, etwas andere Diskussionskultur herrscht. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, es ist eigentlich total schade, weil in Facebook alles, was du siehst, ist ungefähr 2 Stunden alt. Der Rest verschwindet. Das merkt man an den vielen Fragen, die immer wieder gestellt wurden. Das haben wir doch plötzlich mal beantwortet, dass dieses ganze Tracking und das geht einfach verloren. Es ist mehr ein interaktiver Chat mit einer Halbwertszeit von einer Stunde oder so. Richtig, genau. Ja. Und dazu, was wir auch ganz krass merken, ist, dass Facebook selektiert. Mhm. Das heißt, man sieht gar nicht alles. Also wenn man sich mit unterschiedlichen Accounts einloggt, sehe ich in der Gruppe andere Inhalte. Und auch die Suche und Wissensmanagement ist nicht das Optimum. So dass wir zum Beispiel angefangen hatten, mal auf docs.com, was ja jetzt auch eingestellt wird, mal Linklisten zu führen. Wie kommst du eigentlich damit klar, dass alle Dienste, die ja gratis sind, das ist wirklich schade. Nicht. Genauso wie Timefinder, ne? So hier unsere Feintimer, genau, andersrum. Super Tool, wird auch eingestellt, ist nicht mehr im Store. Wunderlich gibt es noch. Ist eine zweite Frage. Ja. Wann vorne danach? Also erstmal die eine. Das ist halt ein bisschen schade. Die Diskussionskultur ist wesentlich härter. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass wir mal Leute überhaupt sperren müssen. Mhm. Oder dass wir Leute blocken müssen. Klar, Spam und sowas hat man überall, habe ich auch im Webseitenforum. Die kommen gar nicht rein, weil ich einen Mechanismus drin habe, dass ich irgendwie noch ein Kennwort eingeben muss oder irgendwie kriege ich noch eine E-Mail, die ich bestätigen muss. Da halte ich die relativ gut draußen. Die gibt es in Facebook auch. Die habe ich da nicht wirklich einen Mechanismus, die rauszuhalten. Also das ist relativ auch mehr geworden. Und du hast, das Aggressionspotenzial ist wesentlich höher. Mhm. Wobei man bei mir jetzt, wenn ich ganz offen rede, sagen muss, dass es umso mehr Konsumer, also umso mehr der normale Konsumer mit in so eine Community reinkommt, das Aggressionspotenzial steigt. Und umso weniger Consumer, also wirklich Fachleute in der IT, Administratoren, Systemdienstleister in der Gruppe sind, umso weniger ist es. Ich habe nämlich in parallel eine Yammer-Gruppe, nicht zu Windows 10, sondern zu Office 365, wo wir wirklich, da sind nur die Fachleute quasi drin, ähnlich wie das Partner-Yammer-Community für die Microsoft-Partner, wo auch nie ein, sag ich mal, ein böses Wort fällt oder man sich
angreift, weil man in der Rechtschreibung ein E oder ein A vergessen hat und dann innerhalb von 2 Minuten 10 Leute drunter posten, das E gehört dahin, das E gehört da nicht hin und eigentlich das Thema weg ist. Das Thema weg ist, so dass wir uns irgendwann gesagt haben, okay, da, das versuchen wir halt einzufangen und das ist halt die Arbeit da dran. Ja. Sonst hätte man eigentlich mit so einer Community keine Arbeit, sondern nur Spaß. Aber ihr habt jetzt auch angefangen, praktisch eine Webseite aufzubauen, wo ihr das Ganze dann ein bisschen sammelt, so FAQs und so weiter sammeln wollt, ein bisschen schon, was natürlich mehr Arbeit bedeutet. Ne? Das hat wesentlich mehr Arbeit bedeutet. Wir haben uns aber versprochen, dass es uns eigentlich Arbeit abnimmt. Also wir haben lange auch mit Martin Dr. Windows gesprochen, der ja quasi so Martin Geuss, genau, also der quasi das Forum in der Webseite führt, ähnlich wie die Sherpa das auch auf einer Webseite. Und wir halt gesagt haben, wir brauchen halt irgendwie eine Wissenssicherung für Themen, die bei uns halt häufig auftauchen, die es aber in anderen Communities nicht gibt. Mhm. Also die bei Dr. Windows zum Beispiel nicht da sind oder die einfach so auch teilweise allgemeine Themen, die es auch unter MSA-Anzahl nicht gibt, also wo wir keine verlässliche Quelle finden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das auch einfach Linklisten zu sammeln und das nimmt schon viel ab, weil man dann einfach immer wieder diese Webseite postet und sagt, da stehen die Inhalte, guck da erst. Mhm. Einfach die Eigentlich ist es die Unzulänglichkeiten von Facebook über eine Webseite aufzufangen, weil der Vorteil ist, die kann ich über jedes Endgerät abrufen. Wir haben auch mal angefangen, Apps zu bauen. Wir haben sogar Community-Mitglieder, die sich bereit erklärt haben, umsonst in ihrer Freizeit Apps für diese Community zu bauen. Okay. Also es wird gerade eine iOS-App und eine Android-App gebaut von Community-Mitgliedern. Okay, es gibt eine Windows-App, die ich mal so in einem Nachmittag zusammengeklickt habe, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Aber da gibt es Community-Mitglieder, die Leute gesagt haben, das ist so die schönen Sachen. Ja. Die gesagt haben, okay, wir machen das, wir finden das cool, wir bauen euch eine App, dass ihr quasi über eine App posten könnt und dass ihr die Inhalte abrufen könnt, um halt dieses Wissensmanagement zu verbessern, weil, wie du sagst, also ich glaube, die Diskussion, die, ich will nicht sagen, dreimal am Tag kommt, ist, welches Antivirensystem ist eigentlich besser? Und da ist es zum Beispiel so, da ist zum Beispiel von Günther Bornemann, da ist ein MVP-Kollege, der hat einen sehr guten Blog dazu geschrieben, Blogpost, wo man auch größtenteils einfach den drunter muss sagen, verlinken, hier, wir, verlinken wir den plus den von Martin Geuss und dann muss eigentlich die Diskussion langsam beendet werden. So. Aber, das heißt, diese Insider, wie heißt die offiziell auf Facebook? Windows? Windows 10, alles zum neuen System, war gar nicht so gedacht. Okay. Wir können sie auch nicht mehr umbenennen. Okay, wenn es einmal. Ab 5000 User hat Facebook die Gruppenbenennung und alles eingefroren. Okay. Und wir würden sie gerne etwas umbenennen. Okay. Aber das geht nicht. Aber gut, da wird man euch finden, das ist ja kein Problem. Ja. Was sich aber hauptsächlich auszeichnet, also ganz speziell auszeichnet, ist natürlich die Kombination Office 365 und diese ganzen rechtlichen Fragen. Ja, das ist auch eher, ist auch meine Hauptleidenschaft, sagen wir es mal so. Ja, man muss schon ein gewisses Maß an, wie gesagt, Selbstkasteiung haben, um dafür eine Begeisterung zu empfinden. Aber nein, jeder hat ja seine Spezialität. Nee, wirklich, also du bist ja definitiv der Spezialist dafür. Ja. Und wir zeichnen ja, obwohl das ausgestrahlt wird, ja erst jetzt, zeichnen wir schon viel früher auf. Wir sind ja heute am 20. Juli, um das mal zu sagen, das ist schon ein bisschen her. Du machst heute Abend einen Vortrag über GDPR. Genau. So ein bisschen mit Deutschland Cloud. Das ist vielleicht mal ein guter Einstieg. Und was verbirgt sich eigentlich hinter diesem GDPR? Ich habe das auch schon mal gehört, habe gesagt, da kommt irgendwas im nächsten Mai. Die Bäume schlagen aus oder richtig, was? Oder genau. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Wenn man das in der IT anspricht, ob es man jetzt Englisch im GDPR bleibt, also Data Regulation, oder ob man Datenschutzgrundverordnung sagt oder einfach nur Datenschutz. Jeder Datenschutzbeauftragte kriegt kribbelige Finger. Jeder ITler im Unternehmen denkt, da kommt irgendwas, ich muss was tun. Und es gab, vielleicht hast du sie gesehen, sogar eine Bitkom-Studie dazu, die gesagt haben, ein Drittel befasst sich gar nicht, ein Drittel hat es mal gehört und ein Drittel hat sofort eine Taskforce gegründet, eine Arbeitsgruppe mit mehreren Leuten. Und ich bin ja in dem Sinne sowohl bei Communities als auch bei Unternehmen unterwegs und halte halt Workshops, berate, erzähle ein bisschen was dazu. Bei speziellen rechtlichen Fragen kommt immer noch mal eine Kanzlei dazu, da braucht man auch einfach mehr Manpower. Mhm. Aber sag mal, in drei Sätzen, was kommt da raus? Genau, also was auf uns und zukommt, ist es ist verabschiedet worden, eine Datenschutzgrundverordnung. Satz 1. Satz 2. Ziel ist es, eine Vollharmonisierung des Datenschutzrechts in allen europäischen Mitgliedstaaten. Mhm. Das heißt, in allen Mitgliedstaaten, das heißt Deutschland, Frankreich, noch Großbritannien, haben wir ein einheitliches Datenschutzrecht. Das heißt, das, wo viele Firmen heute auch sagen, okay, kann ich jetzt
die Datenverarbeitung in Amsterdam, in Dublin überhaupt verwenden, wenn ich in Deutschland sitze? Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben in Frankreich vielleicht in bestimmten Teilen, nicht nur vielleicht, sondern wir haben in bestimmten Teilen strengere Datenschutzregeln als in Deutschland. Wir haben vielleicht in Dublin einfachere Regelungen. Mhm. Das zeigt ja auch, warum da alle Großkonzerne eigentlich ihren Sitz haben. Einfachere Regelungen, was den Datenschutz angeht, als in Deutschland. Und um diese Verflechtung und diese vielen Unterschiede einfach einmal gerade zu ziehen, hat es sehr lange gedauert. Viele Verhandlungen, viele Anhörungen, viele Expertenkommissionen. Auch wir durften, wer es mitbekommen hat und vielleicht auch gemacht hat, selber seine Meinung dazu sagen. Und dann gab es jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 150 Seiten und 300 Seiten Anmerkungen in den verschiedenen Sprachen. Mhm. Und jetzt zur Mitte nächsten Jahres, also Mitte 2018, 25. Wird sich die Vollharmonisierung gelten, also wird sie geben und wird auch gelten. Und was im Moment halt läuft, ist auch parallel dazu, wir haben eine Rechtsangleichung. Also das heißt, das Bundesdatenschutzgesetz muss natürlich angeglichen werden. Also die Dinge, die unterschiedlich zu den anderen Ländern waren, die jetzt wo man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat, muss angepasst werden. 203 StGB gibt es, eine aktuelle Gesetzesvorlage, die muss auch angepasst werden, also der Geheimnisschutz zum Beispiel für den Datenschutzbeauftragten. So zieht sich das auch durchs Telekommunikationsgesetz, durchs Telemediengesetz, also durch die verschiedenen Rechtsbereiche, wo es überall was mit zu tun hat, zieht es sich durch. Und nicht nur da, es geht bis ins Unternehmen, weil auch Betriebsrahmenvereinbarungen müssen angepasst werden. Viele Unternehmen kommen jetzt auf die Idee und sagen, wir haben gar keine Betriebsrahmenvereinbarung. Also, wir müssen auch erstmal die Grundlagen schaffen, das zu tun. Und das ist im Moment, wie gesagt, eine ganz spannende Zeit. Also heißt das, ab Mai ist es denn prinzipiell egal, wo ich meine Daten speichere, wenn es in der EU ist, weil alles harmonisiert ist? Genau, vor allem, wir haben überall die gleichen Regeln. Ja. Jetzt gibt es natürlich bei Juristen immer Ausnahmen. Wenn man sich das ganz genau anguckt und ich richtig gezählt habe, gibt es 68 Ausnahmen von der Vollharmonisierung, wo die Mitgliedstaaten dann wieder doch sich selbstständig da zeigen können. Das ist einfach so, man muss natürlich denken, wie ist sowas zustande gekommen. Wir haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sitzen zusammen an einem Tisch, die Expertenkommission, und man verhandelt und jeder versucht natürlich sein Datenschutzrecht oder seine Auffassung von Datenschutz durchzubringen. Und dann einigt man sich auf einen Kompromiss, der manchmal positiv ist, wenn es zum Beispiel ums Konzerndatenschutzrecht, der im Arbeitnehmerdatenschutzrecht auch relativ positiv ist, wenn man es sich anguckt, weil wir jetzt wirklich was drinstehen haben, der aber vielleicht auch, wir werden sehen, in Zukunft negativer werden kann, wenn man zum Beispiel heute, einfach ein ganz einfaches Beispiel, wann darf ich personenbezogene Daten verarbeiten? Guckt man heute ins Bundesdatenschutzgesetz, hat drei Möglichkeiten. Einmal, wenn eine Einwilligung besteht, also wenn ich sage, darfst meine Daten verarbeiten. Dann, wenn es gesetzliche Regelungen gibt, heißt, ich habe zum Beispiel einen Arbeitsvertrag mit meinem Arbeitgeber, dann darf er natürlich meine Kontonummer verarbeiten, muss man ja irgendwie Geld überweisen. Ja. Er darf meinen Namen verarbeiten, weil unter Gehaltsabrechnung, er darf an die Sozialversicherung mich melden, also die gesetzlichen Dinge. Und dann gibt es halt Sonstiges, also eine Betriebsrahmenvereinbarung zum Beispiel. Also Vereinbarung mit dem Betriebsrat, das zum Beispiel im Rahmen des Unternehmens, des Gast-Wi-Fi mit den privaten Handys genutzt werden. Aber das sind ja dann wahrscheinlich individuelle Vereinbarungen. Die müssen auch immer individuell geschlossen werden. Und wenn man sich jetzt in die Datenschutzgrundverordnung reinguckt, haben wir A bis F. Okay, das heißt? Zählen wir mal nach. A, B, C, D, E, F. So, sind wir weit über 3 hinweg. Wenn die Zuhörer mitgezählt haben, ne, sind wir bei 6. Und wir haben im Grunde genommen eigentlich das, was wir vorher in 3 hatten, jetzt in 5 Regelungen. Plus wir haben eine 6. dazugekriegt, die sehr schwammig ist. Und deswegen sagte ich so, wir werden mal sehen, wie das in Zukunft aussieht, weil wir zu Nummer F noch natürlich keine Urteile haben. Es gilt noch nicht. Und es ist so relativ schwammig formuliert, auch die Anmerkungen sind nicht so hundertprozentig genau, dass wir einfach sehen müssen, was passiert da jetzt. Also, gut, was bedeutet das denn jetzt, also gerade im Zusammenhang mit Office 365, ich stelle mir die Frage, was bedeutet das denn jetzt für jemanden, für einen Unternehmer, der seine Daten auf Office 365 hat? Muss der sich um etwas kümmern? Oder? Ja, definitiv. Also das ist eine super Frage. Und worum kümmert er sich denn? Genau, worum und was muss ich überhaupt tun? Ja, genau, was muss ich tun? Genau, weil man ist irgendwie, muss ich jetzt diese, 400 Seiten mit Anmerkungen und allem drum dran lesen? Verstehe ich den Großteil wahrscheinlich gar nicht. Man muss auch ganz so sagen, die meisten Unternehmen haben ja auch nicht ihre Hauptaufgabe da drin,
rechtliche Datenschutzregelungen umzusetzen. Nee, also, genau. Sie produzieren etwas, sie entwickeln Software oder sind auch wie wir in unserem Job für SharePoint-Beratung und Co. zuständig. Da hat Microsoft schon ein bisschen was getan, also mal zwei Sachen. Einmal, ja, ich kann natürlich zu einem Systemhaus gehen, das sich spezialisiert hat, zu einem Rechtsanwalt, der sich spezialisiert hat, der mit mir meine Prozesse durchgeht, das Ganze anpasst. Also okay, ja. Das kann ich natürlich machen. Also ich sollte mir auf alle Fälle, wenn ich mich nicht so gut damit auskenne, Rat holen. Und dabei, ich mache auch sowas, aber dabei fällt zum Beispiel auf, dass solche grundlegenden Dinge wie ein Berechtigungskonzept einfach fehlen. Also man eigentlich so, sagen wir mal, problematisch und diplomatisch ausdrückt, datenschutzkonform heute schon kritischerweise wahrscheinlich eher nicht ist. Weil wenn man eigentlich heute relativ datenschutzkonform ist und auch ein Berechtigungskonzept hat, eine Betriebsrahmenvereinbarung und sowas, ist der Weg zur Datenschutzgrundverordnung nicht weit. Okay. Also wenn man heute schon gut im Sattel sitzt, ist der Weg nicht weit, aber gerade bei diesen Prüfungen fällt halt auf, dass man heute gar nicht so gut im Sattel sitzt. Man kann das so ein bisschen, ist mal ganz grob zu vergleichen, wie eine Lizenzprüfung. Ich gehe davon aus, dass ich eigentlich gut lizenziert bin, okay, und dann merke ich, ich habe im Exchange aus meinen Shared Mailboxen ja vollständige Postfächer gemacht, das Ganze on-premise, und irgendwie fehlen mir da die Kals. Ne? Und wenn ich das jetzt einfach mal aus dem technischen Sinne aufs Rechtliche übertrage, muss ich halt auch da gucken. Ja. Okay, eigentlich bin ich ja ganz sinnvoll, aber ich habe den und den Verarbeitungsschritt gemacht und habe da technisch das sauber gelöst, aber habe gar nicht darüber nachgedacht, vielleicht noch eine Einwilligung einzuholen oder noch irgendwelche Bereiche da einfach abzudecken. Und das kann ich machen. Und das Schöne ist, dass Microsoft auf der einen Seite da ein bisschen was tut. Bei Office 365 ist sozusagen die Tools, die ich benötige, um eventuell Aussagen zu bekommen, ob meine Daten, die ich da gespeichert, konform sind, die Tools sind da. Also ich habe irgendwie das Recht, dass ich wenn ich beim Kunde, beim Unternehmen bin, sage, ich möchte jetzt gerne mal wissen, welche Daten über mich gespeichert sind. Ich muss den Auszug geben können. Und dass solche Tools, mit denen ich das dann machen kann, die das dann auch richtig ausführen, sowas ist da. Es geht hauptsächlich darum, beim Kunden die Prozesse zu identifizieren, wo sowas kommt, und anzupassen, umzustellen. Genau, es geht wirklich hauptsächlich eigentlich um die Prozesse. Ja. Gar nicht so viel im ersten Sinne ums Technische, sondern wirklich um die Prozesse. Habe ich diesen Prozess eingehalten? Habe ich zum Beispiel überhaupt eine Stelle, wo mein Mitarbeiter sich hinwenden kann, um Berichtigung, Löschung meiner Daten zu haben? Das sollte ich eigentlich heute schon haben, aber viele haben das gar nicht. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, im Rahmen des IT-Supports diese Stelle einfach anzubieten. Die Sache ist, dass man aber auch die Tools, die angeboten werden, muss man auch wieder konfigurieren. Also die muss man wirklich nutzen. Ja. Das heißt, ich bringe nichts, ich kaufe sie ein und konfiguriere oder aktiviere sie nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Tools, die muss ich auch wirklich, da muss ich Arbeit reinstecken. Nehmen wir zum Beispiel Datenschutz parallel, auch heute Abend werde ich ein bisschen was darüber erzählen, ist Azure Information Protection, also die Klassifizierung von Daten. Das ist so der erste Weg eigentlich. Ich klassifiziere meine Daten und dann kann ich sagen, okay, sind die confidential, dürfen die geteilt werden, dürfen die gedruckt werden, dürfen die verschickt werden. Genauso wie, um es mal parallel zu ziehen, zu Data Loss Prevention, habe ich meine Regelung aktiviert, dass ich Finanzdaten nicht verschicken darf, dass ich IP-Adressen von meinen Benutzern nicht verschicken darf. IP-Adressen sind auch personenbezogene Daten. Also ich muss schon heute eigentlich das tun, haben aber auch viele noch nicht gemacht. Ich werde das heute Abend mal sehen. Ich werde es heute Abend mal fragen, wie viele eigentlich im Raum diese Dinge schon gemacht haben und sich damit beschäftigt haben. Wahrscheinlich eher, ich würde mal sagen, vielleicht 10%, 20%. Wir werden es sehen heute Abend. Um quasi sich vor diesen Berg zu setzen, habe ich auch lange mit Microsoft gesprochen, weil der Kunde wird da so ein bisschen, anfänglich wurde er alleine gelassen. Er wusste gar nicht wohin, was soll ich tun. Und mittlerweile ist es so, dass es von Microsoft Webseiten gibt, die das erklären, auch Webseiten, wie gehe ich an sowas heran. Also eigentlich von jedem ITler wieder typisch, ich analysiere, ich setze Ziele, ich gucke nach, ob die Ziele umgesetzt werden, ich stelle Prozesse um und gehe dann go live mit dem Prozess und mache es. Also ich denke mir, da wird es wahrscheinlich im Herbst auch genügend Webinare, Seminarangebote und gibt es auch schon. Also, Kommt noch dazu, es gab jetzt sogar, was ich ganz auch sehr positiv finde, ist,
von Brad Smith, das ist so der Oberjurist bei, bei der Microsoft, das ist also Zähler heißt ja die neue Abteilung, und sogar Julia White zusammen ein Webinar, das ist auf YouTube, den Link können wir verlinken, wo auch eine Stunde lang über GDPR und Co. gesprochen wird, also was wirklich sehr hoch aufgehangen ist bei Microsoft. Jetzt muss man natürlich sagen, diese ganzen Webinare sind so ein bisschen Marketing natürlich. Microsoft hat sich sofort dazu committed und überall steht, ja, wir committen uns, wir machen das. Man sieht auch schon so ein bisschen was, deswegen ganz wichtig, Empfehlung hier, wenn Sie Office 365 SharePoint Online zum Beispiel einsetzen, dazu gibt es Microsoft Online Terms. Und die gibt es zum Beispiel Anfang Juli, die haben gesagt, 20. Juli zeigen wir auch, Anfang Juli gibt es neue. Und es wird garantiert in den nächsten Monaten noch 4, 5, 6 neue Versionen geben. Das heißt, auch die wird an die GDPR bzw. Datenschutzgrundverordnung angepasst. Heißt aber auch für mich, ich muss irgendwann mal den aktuellen Vertrag schließen. Weil ganz wichtig ist, ich habe ja nur den Vertrag geschlossen, sagen wir 2012, 2011, 2014, als ich damit begonnen habe. So, das heißt, wenn ich damit begonnen habe, ist mein Vertrag, ist der Datenschutzgrundverordnung konform? Nein. Natürlich nicht. Also muss ich ihn aktualisieren. Also wendet euch an euren Accountmanager, Microsoft-Partner und Co. und aktualisiert ihn. Ich bin sogar so jemand, der sagt, wenn ich den zum Beispiel jetzt 2012, 2013 lieber jetzt noch ein, also vielleicht den von diesem Monat von Juli nochmal die Online-Terms und nochmal die Vertragsunterlagen austauschen, zuschicken lassen und dann nochmal im April, Mai das Ganze nochmal machen, um da einfach auf rechtlich sicherer Seite. Gibt es da irgendwie eine Übergangszeit oder musst du am 1. Mai dann sozusagen 25. Mai Gewerbe also, also wenn du 1. Mai hast du einen Übergangsfrist bis zum 25. Okay. Also das, die Übergangsfrist läuft gerade. Okay. Also wir sind gerade in dieser Übergangsfrist. Deswegen wundert mich auch teilweise, dass gar nicht so viele da das Interesse haben. Es ist natürlich wieder ein Thema, das für viele nicht sehr angenehm ist. Oder wie schön du am Anfang gesagt hast, ich habe da so meine Leidenschaft drin. Das merkt man noch hoffentlich. Ja, ja, natürlich. Und es gibt halt viele, die Leidenschaften einfach in anderen Themen haben. Deshalb spreche ich ja mit dir darüber, weil ich weiß, ich hole mir immer gerne die Leute raus, die absolute Experten dafür sind. Du selbst schreibst ja einen Blog. Genau. Und da schreibst du ein bisschen was darüber, ne? Richtig, Da sollte man, das ist Adresse ist? Genau, www.raköllner.de. Mit OE. Mit OE. Und Doppel-L. Und Doppel-L, genau. Ja, also raköllner.de. Richtig, genau. Also da findet man mehr. Genau, da findet man mehr. Ich habe auch die meisten Links, die es schon gibt, gesammelt auf der Unterseite, dass man jetzt nicht so viel suchen muss, weil das ist bei Microsoft, ich weiß auch nicht, seit wann das passiert. Vielleicht kannst du irgendwie, vielleicht hast du ein Datum, ab wann das ist, dass irgendwie jeder Produktmanager seine eigenen Announcements auf seiner Seite macht. Seit wann gibt es Microsoft? Ja, das ist schon immer so. Okay. Seit wann sind die im Web? Also das ist halt so ein bisschen auch was in dem Thema halt so die, ich sag mal, Microsoft-Krankheit ist. Es wird überall in den einzelnen Themen announced. Und bei den einzelnen Produktmanagern und bei den einzelnen Produkten. Aber man muss halt sagen, es wird überhaupt announced. Also es wird überhaupt etwas dazu gesagt, es ist im Fokus. Und es wird auch, es gibt auch Konfigurationsanleitungen. Also man wird im Moment nicht ganz alleine gelassen. Was Microsoft hier hätte auch tun können, hätte gesagt, das ist wieder ein Teil für die Partner. Ja. Geht an die Partner. Aber im Moment gibt es halt immer mehr. Und wir werden zu Ignite, wenn man in die Ignite-Sessions geguckt hat, Ende September, dazu auch mehrere Sessions finden. Ich habe auch ein paar eingereicht. Werde da wohl auch was sagen. Cool. Und auch einen Podcast machen. Aber mal gucken. Es ist noch nicht so ganz entschieden, ob ich wirklich fliege. Aber auch da wird es wieder dazu was speziell geben. Und spätestens würde ich allen raten, ab der Ignite sich um das Thema zu kümmern, um einfach auch genug Zeit bis Mai zu haben. Dann machen wir auch auf jeden Fall nochmal ein Follow-up, würde ich sagen. Ja. Wir müssen ein bisschen beeilen, weil du willst noch deinen Vortrag vorbereiten, aber wir haben noch ein paar Minuten. Und deshalb will ich dich einfach noch ein drittes Thema ansprechen, weil ich denke mir, du hast ja selber gesagt, es gibt so Dinge, die machst du und dann gibt es Dinge, die machst du gern. Und ich glaube, eins, was du ganz besonders gern machst, hat irgendwas mit der HoloLens zu tun. Ja, das stimmt. Und da bist du auch aktiv. Richtig, wir haben, als das Ganze, Mixed Reality heißt es ja mittlerweile, früher hieß es mal Virtual Reality, also da ist das Namen. Das mit den Dingern vom Bingo, Auge. Genau, das mit den Gläsern vom Auge, gerade gesehen, Google Glass kommt auch wieder mit der Enterprise-Version. Wir haben Oculus Rift, wir haben HTC Vive und Co. Und Microsoft hat halt sich auf den Standard geeinigt, Mixed Reality. Jeder mit Windows 10 Creators Update kriegt das Mixed Reality Portal und kann theoretisch seine Brille anschließen. Großes Problem da natürlich.
die meisten Rechner haben gar nicht die Leistungspower. Ja. Gut, egal, zurück. In dem Rahmen haben wir mit einigen MVPs, sind wir halt auch einmal angesprochen worden. Könnt ihr uns dazu nicht mal was erzählen? Könnt ihr dazu nicht mal was machen? Könnt ihr mit uns nicht mal so ein Proof of Concept durchführen? Und dann sind wir irgendwann mit Christian und Andreas irgendwo hingegangen und haben gesagt, okay, gründen wir jetzt eine Firma, machen ein Startup daraus. Ich bin zum Beispiel auch noch relativ unbefleckt gewesen, also mal so ein Startup gründen, warum nicht? Ne? Haben wir jetzt nicht in Berlin gemacht, sondern in der Schweiz. Ja. Sagen wir mal so, ja, steuerlich auch nett. Schweiz ist ein nettes Örtchen. Ja. Jeweils in dem Kanton, in dem man ist. Egal. Also das quasi gemacht, um sich auch einfach nochmal in das zu bewegen, um abrechnen zu können, um einfach sich auch nochmal auf anderen Wege darzustellen. Und für uns ist es einfach eine Sache, wo wir sagen können, wir können über den Tellerrand hinausschauen. Also man ist in Office 365 und Recht schon sehr fokussiert. Man ist im Bereich Windows 10 auf Dinge des täglichen Lebens. Damit fokussiert, alle richtig, das ist, genau. Das ist ja das Übliche. Aber man ist coolen, genau, man, genau, diese ganzen coolen Dinge, wo du jetzt, wo du dir sagst, ich mache Sommerinterviews, ja, und hol mir Leute ran, die mir coole Sachen erzählen, um einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, wenn ich nicht ein Startup habe oder wenn ich nicht irgendwas habe, um mir da die Zeit frei zu nehmen, tue ich es nicht. Hm. Also muss ich mich selber ein bisschen zwingen, und das war quasi der Weg, sich so ein bisschen da zu zwingen und dann, weiß ich nicht, mal eine Roadshow zu machen, mal für ausgewählte Kunden was zu tun. Was habt ihr mit der HoloLens gemacht? Habt ihr irgendwas selber gebaut oder habt ihr Standard-Demos genommen oder schon was? Über viel darf man natürlich nicht, reden, aber wir haben im Rahmen von Projekten, wenn man so zusammenarbeitet, kommt man auf viele witzige Ideen. Mhm. Und wir sind auf eine Idee gekommen, die jetzt auch nicht ganz so viel Arbeit war, wo wir gesagt haben, ach, eigentlich bräuchten wir ja mal ein Maskottchen. Ne? Mhm. Man sitzt in Bayern mit einem Bier zusammen und denkt, wir machen doch gerade so viel 3D-Objekte und für den Kunden das und das. Ja. Sollen wir nicht eigentlich noch mal ein schönes Tier dazu machen? Dann überlegt man sich was, und dann haben wir ein Känguru, das Holo-Ru, okay, gebaut und haben quasi die Techniken und das, was man auch beim Kunden benutzt wird und angewendet wird, einfach auf eine Art Spiel übertragen und haben einfach dieses Spiel auch immer wieder mal so mit Ideen erweitert. Und das sind solche Dinge, die man auch einfach zeigen kann. Und das spielst du noch mit der, genau, HoloLens? Genau, und du spielst quasi mit der HoloLens, okay, dieses Känguru. Ja, ja. Und das hat zum Beispiel zu Ostern, kann das Ostereier suchen. Mhm. Das heißt, unter einem Random wird dann hinter Stühlen, unter Tischen und Co. werden dann Ostereier fallen gelassen. Und ich kann dann hoppelnd mit dem Känguru durch den Raum hoppeln und kann dann diese Ostereier aufsammeln. Und dann gibt es immer so kleine Gags. Christian kam auf die tolle Idee. Dieses Känguru, das muss ja essen, trinken und Ostereier sammeln. Das muss ja auch irgendwie im Verdauungstrakt was verlieren. Ja. Das heißt, wir sind auf die Idee gekommen, ja, ne, erweitern wir das Ganze mal. Das muss ja auch irgendwie Exkremente verlieren, um es mal umgesagt. Das war schon das Grundprinzip, ist halt so, ist halt des Tamagotchis. Tier. Richtig, das genau. Nicht füttern, richtig, das musstest du auch immer sagen. So, also passiert auch das nun. Ja. Und es ist eigentlich ganz schön, um mal zu sehen, wie interagiere ich mit einem 3D-Objekt? Ja. Was löst eigentlich so ein Tier aus? Also das ist ja das Spannende. Was löst eigentlich so ein Tier auch bei den Benutzern aus? Und was, wenn sie da rumlaufen und rumhoppeln? Es ist ganz interessant, mal gegenüberzustellen aus so einem Enterprise-Bereich, wenn ich da irgendwie durch so ein Lager laufe mit einer HoloLens oder einen Roboter steuere oder im Außendienst Mitarbeiter habe, die sich dann über HoloLens zusammenschalten und irgendwie ein Problem an der Maschine lösen. Das sind aber alle, du sprichst gerade diese ganzen Showcases, ja, das sind aber wirklich noch, ich sag mal, Showcases, die cool aussehen, aber so von breiter Praxis noch entfernt sind. Ne? Das sind alles schon so Piloten, aber so, das, was man mal sieht. Man fängt halt mit das, Piloten an. Genau, ne? Also, aber ne? Es braucht noch, ja, das Ganze braucht noch. Ja, das braucht noch ein bisschen. Also im Consumer-Bereich ist das Device auch einfach noch zu teuer, um das wirklich in die breite Masse zu bringen. Deswegen ist die Idee ja mit Mixed Reality gar nicht schlecht, dass man sich dann eine Oculus Rift, die relativ günstig ist, die ich teilweise unter 500 Euro bekomme, an meinen Rechner anschließe und das auch machen kann. Oder über meine 3D-Viewer auf dem Tablet oder auf dem Windows Phone so ein bisschen das Objekt mir gucken Apple kann. Apple AR-Kit kommt dann. Genau, dann Apple AR-Kit, Paint 3D und so. Aber im Industriebereich, es gibt schon Industriebereiche, auch einige, wo ich sage, diese Außendienstgeschichte, die auch wirklich schon laufen, die auch produktiv laufen. Mhm. Auch in den Lagerbereichen gibt es sowas schon. Die öffentliche Case Study, die ist auch schon wohl, ist die Volvo-Geschichte oder ThyssenKrupp, die quasi mit der HoloLens dann ihre Leute rausschickt, um Aufzüge zu reparieren.
Ja, das viel kriegt man auch nicht mit, muss man halt sagen. Viel ist auch natürlich auch so, dass man das nicht sieht. Was aber ganz interessant ist, wenn man so in die HoloLens-Communities wieder reinschaut, da sind doch viele weltweit, die sich eine HoloLens gekauft haben und einfach ganz viele Ideen damit entwickeln. Sei es eine Haussteuerung, sei es, ich wässere meine Pflanzen damit. Also wirklich solche IoT-Verbindungen, bis hin zu halt Minecraft und mit Minecraft steuere ich dann über Raspberry Pi meine Objekte. Also da muss man unter GitHub einfach ein bisschen mal gucken. Das meiste ist bei Git oder GitHub oder auch bei Reddit, ist so also die üblichen Plattformen halt. Ist es nicht schlecht, dass man da ein bisschen guckt, weil man da einfach auch ganz viele solche Sachen findet. Ist natürlich so die Sache des Ausprobierens, man braucht leider dann doch das Gerät oder man nimmt den Emulator, der jetzt nicht so, also das Erlebnis, sagen wir mal, ist nicht so, als wenn man es wirklich aufmacht. Aber dieses ganze so HoloLens 3D, virtuelle Welten, kommt ja dann auch dieses ganze Thema noch in den Cognitive Services, was wir jetzt in allen Ecken gesehen haben. Das heißt, da ist eine Menge im Umbruch, extrem schnell im Umbruch. Es ist Wahnsinn, auch moderner Arbeitsplatz. Ja. Man ist eigentlich, wir reden noch mit modernen Arbeitsplätzen, wenn wirklich, ne, wenn man mal Kunden ist und man sagt, oder auch bei Microsoft mal einen Vortrag macht, moderner Arbeitsplatz, ist ja im Moment noch Tablet, Phone und Co. Und in Ausnahmefällen holt man mal eine HoloLens raus. Ja. Mittlerweile in den Überlegungen ist man ja schon mit der HoloLens alleine unterwegs und dem Chip im Arm, der dann den Skype for Business Call auslöst und solche Dinge, wo man schon, sagen wir mal, wesentlich weiter ist. Und mit Cognitive Services, wir haben zum Beispiel die ersten Überlegungen, wo wir gerade so ein bisschen dran arbeiten, ist einfach, was ist, jetzt kommt wieder die Justerei raus, einem Rechtsanwalt eine HoloLens aufzusetzen. So, über Cognitive Services auszulesen, wie es dem Gegenüber geht. Wie reagiert er? Ja. Blöfft er gerade? Das ist doch diese, ne? Microsoft hat gerade in den USA so eine App rausgebracht, Seeing AI, praktisch Sehbehinderte einfach mit dem Smartphone auf den Gegenüber zeigen und der sagt dann, der Gegenüber ist 43 Jahre, der ist jetzt irgendwie frustriert. HoloLens aufsetzen, dreieinhalb Stunden Akkulaufzeit, loslaufen, geht. Könnte man auch machen. War natürlich noch ein Hotspot und Co. Ja. Aber auch, wie gesagt, der Justerei des Projekts, das ist halt so spannend, dass man halt auch, wenn man einfach mal darüber hinaus weiterdenkt, es gibt einige Juristen, die das auch tun, nee, halt, ob es jetzt die HoloLens ist oder ein andere 3D-Objekt, die halt mit Echtzeitdaten und Cognitive Services das Ganze zu filmen. Stellen wir uns einfach mal vor, die HoloLens ist so groß wie eine Brille und ich sitze da mit im Gerichtssaal. Hm. Ich kriege live, dass der Gegenüber sagt, im Urteil so und so steht das aber so, deswegen brauche ich Recht. In Echtzeit wird das Ganze analysiert, die Textstellen rausgesucht und mir angezeigt. Und ich kann genau sagen, nein, das steht da nicht drin. Ja, man muss sich das einfach mal überlegen, oder? Ich habe heute Morgen tatsächlich ein Video gesehen, ich habe es mir auch verlinkt, wo ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Die haben Barack Obama genommen mit einer Rede und haben dann ein Video von ihm genommen und haben praktisch auf ein ganz anderes Video, wo er ganz anderen Video gesprochen hat, genau die gleichen Worte runtergelegt und genau den Bereich der Lippen sowas von animiert und nachgearbeitet, dass du das nicht mehr sehen kannst. Die haben sein altes Video aus seiner Studentenzeit, wo er noch in Schwarz-Weiß aufgenommen wird, und wo er über seine Präsidentschaft redet. Und du siehst das und du sagst, oh weia, oh backe, we are fucked up here. Das wird doch ganz übel. Um es mal auch vielleicht... Da sind ja Fake News von heute noch lächerlich. Das ist Zeitungen. Ich brauche gar keine Redakteure mehr. Ich stelle mir das zusammen. Oder stell dir vor, ich gehe mit der HoloLens, lauf durch Berlin und mir wird die Zeitung automatisch erstellt von dem, was ich sehe, von den News und Co. Weil die Texte sind alles Textblöcke. Ich brauche nur noch die entscheidenden Trigger und die Trigger hole ich mir aus der Umwelt. Also solche Dinge. Wir sehen hier, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ganz viele Juristen, die lernen. Um es mal wirklich darauf zu bringen, ich habe auf dem DWX eine Session dazu gehalten. Wofür brauchen wir noch Juristen? Wofür haben wir eine Juristenausbildung? Für die Scheißfälle sozusagen. Ja, Günter Dück hat mal gesagt, diese ganzen normalen Räder, die sind weg, aber für die Scheißfälle. Ja, aber die Sache ist doch, was sind wir Juristen? Wir sind Subsumptionshelden oder Monster. Also wir gucken uns das Recht an und versuchen, drunter zu subsumieren, wie der reelle Fall gerade läuft. Ja. Versuchen, den reellen Fall nicht zu verbiegen. Und wenn was nicht ganz passt, sagen wir, das wird nach Treu und Glauben ausgelegt, das wird analog ausgelegt, da kommt eine Reduktion hin. Also wir versuchen das dann durch Rechtsfortbildung anzupassen. Und theoretisch, ich setze jedem Juristen eine Brille auf.
sagen wir mal, 80% der Fälle sind Standardfälle. Es ist ein Unfall passiert, der andere war zu schnell. Kann ich Datenbank raussuchen? Die Datenbank sagt, es gibt 55 ähnliche Fälle. Guckt in den Strafrecht. Es gibt so einige Utopien, wo sich der 12 Monkeys zum Beispiel, setzt sich einfach nur an den Tisch. Da ist ein Roboter. Sie haben Vergehen XY begangen. Laut unserer Datenbank ist eine Strafe zwischen 3 bis 4 Jahren zu behängen. Wir haben über Algorithmen ausgerechnet, Machine Learning, dass wir hier zu 3,2 Jahren im Durchschnitt kommen für diesen Fall, was Sie getan haben, also 3,5 Jahre ausgedruckt, nehmen Sie den Zettel mit und gehen Sie nicht über los. Ne? Hey, krass, jetzt nimmt das Gespräch die Form. Raphael, vielen Dank, das war mal sehr spannend, weil wir über ein paar andere Themen geredet haben. Richtig, ja. Das hat sich, ja, die Hintergrund, ich sag mal, das war jetzt der Abschluss der Sommerserie, der Hintergrund, wir sind ja in der Digital Eatery, ich nenne es immer, das ist die Atmo, die da mit rüberkommt. Ganz zum Abschluss noch, du machst ja auch einen Podcast, ich will ihn nur deshalb erwähnen, weil ich ihn selber höre, weil er immer nett ist und weil auch der Hans Brender ja hier schon mit war. Richtig. Ihr macht den MVP Kaffeeklatsch, übrigens richtig. Tatsächlich richtig. Auch hier, wir bei der MVP. Genau. Wir sind auch live Kaffeeklatsch, auch wenn du dich auch eine Streuobstbionage nennst. Aber bei dem Wetter ist das gespürt. Also wir haben hier 28, 29 Grad. Ihr macht einen Podcast? Genau, MVP Kaffeeklatsch. Genau. Auch entstanden mit, warum nehmen wir eigentlich das auf, was wir eh die ganze Zeit miteinander telefonieren, dann drückt man den Record-Button, du warst ja auch dabei, das war genau das letzte Mal, wo wir zusammen aufgenommen haben, glaube ich, bei der MVP-Konferenz. Ja, und wir haben jetzt sogar, es ist sogar so weit, dass Hans zusammen, ich sag es mal jetzt als Announcement, es weiß nämlich noch niemand, es gibt mvpcoffeeparty.com und das ist heute das Announcement, weil es weiß noch niemand. Es gibt nämlich das Ganze jetzt auch in Englisch, weil wir einfach so viele MVP-Kollegen oder man muss eigentlich sagen, auch Freunde hat, die einfach aus Brasilien kommen, die aus Schweden kommen, die Microsoft ist, die aus Amerika kommen, MVPs, die wir sehr schätzen, die leider, was heißt leider, die gerade bei Microsoft angefangen haben und ihren MVP-Status dadurch verloren haben, die man eigentlich gerne noch interviewen möchte und wir einfach gesagt haben, okay, wir machen das Ganze noch in Englisch. Um es einfach, ja, um auch die Gespräche mal mitzutracken und auch mal da über den Teller ranzuschauen. Genau, ihr macht das zu dritt, der Torben Blank ist auch noch mit dabei. Richtig, genau. Und erscheint immer regelmäßig so alle 2 bis 3, 5, 7, 8 Monate. Wenn wir dreimal zusammenkommen, richtig, genau. Und unter mvpkaffeeklatsch.de. Richtig, genau. Raphael, merci beaucoup, vielen Dank. Bitte. Die Links packen wir auf die Shownotes und dann genau. Wir schönen Sommer kann ich nicht mehr sagen. Doch, dir kann ich jetzt noch einen schönen Sommer werden, aber wenn wir senden, ist ja wohl Sommer schon vorbei. Und dann in dem Sinne. Vielen Dank. Genau. Schöne Tschüss. Winterferien. Tschüss. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.